Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Mafia 2, Folge 41. Und es geht weiter hier, wir müssen hier wieder aus dem Haus entkommen hier. Ja, genau. So, da steht jetzt aber wieder ein Haufen. Da unten sieht man ja schon auf der Minimap. Wie gefällt dir das? Alter. Na los! What the fuck? Was? Da ist der. Schieß! Von wo? Von wo? Wo zum Teufel bist du? Von wo waren das gerade bitte? Hä? Das ergibt gerade wenig Sinn. Wie gefällt dir das? Na los! Von wo? Hä? What the fuck? Ist der irgendwie... Hä? Minimap ist der nächste, der irgendwo rumsteht, hier direkt. Weil da liegt irgendwas. Alter, willst du mich verarschen? Ja, sicher. Ja, natürlich. Alter. Alter! Schlechte Deckung, ganz schlechte Deckung. Show hat schon eine Schrotflinte, ja. Warte mal, da müssen noch genug Waffen liegen. Ha. Ha. Ist ja ganz toll, gerade mal aus Versehen minimiert. Sind glaube gar keine mehr, gell? Ja. Sehr gut. Was sagt er? Thompson? Finde ich gut. So, wo ist der Ausgang hier? Thompson. Ach, ne Thompson ist der Vorgänger von MA.
M1A1, M1A4 oder so, M4A1. Kann das sein? Was ist das hier? Granaten, oh. Finde ich gut. Kann man mit ein paar Granaten rumrennen hier oder was? M1. Stacken wir uns hier aber gerade ganz dick mit Waffen ein, oder wie? Ich glaube, das war alles, was ein bisschen ansehnlicher aussah hier gerade war. Ja. So, und wo geht's jetzt hier raus? Hä? Joe, kannst du mir helfen? Wo geht's hier raus? Hier anscheinend ja nicht. Ach, hier. Gut. Warte mal. Heißt das, dass ich rein theoretisch auch einfach... Nein, hätte ich nicht. Gut. Alter, willst du mich verarschen? Wie viele Gegner? Ja, sicher. Was? Gut, nochmal. Alter, überhaupt nicht übertrieben oder sowas, gar nicht. Das ist mir tot, bevor man eine Granate geworfen hat. Kurz was trinken. So. Ja, wir sind die Atombomben, genau. Die Granaten hier ganz effektiv, ja. Ja, seid ihr jetzt alle? Von wo? Ja, das war ganz verrückt. Die haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Ein Bus. Nein, nein. Aus. Polizei, könnten Sie bitte kurz mal gehen? Ah, Polizei. Ja, Polizei, fahr weg. Komm. Wieso geht's nicht weiter? Hey, raus mit dir. Steig schon aus. Oh, Scheiße, dich zieh weg. Was? Da passt keine zwei Personen, Alter. Nicht schlecht. Naja. Raus da, verdammt. Bitte tun Sie mir nichts. Ich tu dir schon nichts, komm. So, Auto, fahr. Scheiße. Meine Rippen. Jedes Mal, wenn ich atme,
Ich glaube, sie haben mir die Rippen gebrochen. Nur die Ruhe. Greco fleckt dich wieder zusammen. Ja, natürlich. Verdammt, jeder Atemzug ist ein Messerstich in die Brust. Nein, du bleibst, du... Nein! Ach, das ist doch scheiße. Ja, komm, lass ihn noch mal direkt noch eins. Polizei? Das Auto ist einfach viel zu lahm. Für das wir ein bisschen nach oben fahren müssen. Alter, auf was wartet der Typ denn? Raus mit dir! So, Joe, jetzt haben wir ein ansehnliches Auto, komm. Sei ruhig. Je mehr du jammerst, desto schlimmer wird es. Hör mal, Vito. Danke, dass du gekommen bist und dein Leben für mich riskiert hast. Ey, wir stecken da gemeinsam, wie immer. Jetzt halt still, bevor du mir die ganze Hose voll blutest. Dann steche ich dich nämlich wirklich an. Genau der richtige Zeitpunkt. Um einer verdammten Komiker zu machen. Verdammten Komiker, ja, auf jeden Fall. So, einfach Straße folgen, finde ich gut. So, einmal schön auf dieses Hochhaus, in dem wir glaube sogar mal waren wir da nicht irgendwann mal drin oder so, in dem Krankenhaus? Nein, ich glaube nicht, oder? Wir haben auf jeden Fall in irgendeinem großen anderen Haus, weil haben wir mal einen großen Überfall gemacht. Und da haben wir dann diese Tankmarken mitgehen lassen. Damals in den guten alten Zeiten. Das war aber gerade mal knapp hier, ja. Jetzt haben wir das Auto, glaube ich, zum ersten Mal in Weiß. Dann ist, glaube ich, schon Schwarz in Rot. Jetzt haben wir das hier mal in Weiß. Ja, es war, muss, ist gewollt, so rumzufahren. Warum geht die Tür jetzt nicht auf? Hilfe? Dann halt so. Nein, das schaffe ich schon. Was ist mit dem Geld? Bring's zu Bruno. Hast recht. Dann haben wir wenigstens das vom Hals. Guten Abend, Gentlemen. Oh, was ist euch denn passiert? Hey, Doc. Ich hab die Fresse vollgekriegt. Und spuck. Was ist denn heute wieder los? Ich hab schon einen von euch da. Wen? Er heißt Antonio Balsamo. Tony Balls? Was ist los mit ihm? Jemand hat ihn ziemlich übel zugerichtet. Ich glaube nicht, dass er je wieder laufen kann. Was? Ah, warum so überrascht? So viel Blut. So viele Tote. Dieses Leben habt ihr euch ausgesucht. Eines Tages verlässt ein das Glück. Das nächste Mal bist du vielleicht dran. Genug gepredigt, Doc. Kannst du Joe behandeln? Ja, aber er wird warten müssen, bis ich Antonio verarztet habe. Ist schon okay, Doc. Also dann, komm rein. Sieh zu, dass du die Sache mit Bruno regelst, okay? Und Vito. Danke. Gern geschehen. Gute Besserung. Hey, immer diese Arbeitsverletzung, ja, Arbeitsunfälle und alles drum dran. Bruno, wo geht's denn zu Bruno? Ah, da unten. Bruno am Hafen? Ach, ah ja, genau, da unten war ja auch dieses Büro da oder so. Ja. Also nicht der Typ, den wir vorhin am Hafen umgebracht hatten, oder in der letzten, ja, vor 4 Folgen oder so. Warum ein grüner Weg? Naja, egal. Wie
Wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Anschauen. Tschüss. Bewerten nicht vergessen.